Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Granny Chapter 2. Ja, heute mal wieder spiele ich für euch Granny und ich mache deswegen ein neues Video. Es gibt ein neues Update auf diesem Spiel und dieses Update würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Man sieht auch schon jetzt hier unten im Bild. Links unten, da ist jetzt ein Radiozeichen abgebildet. Und wir spielen heute mit der Granny. Jo. Und wir starten das Spiel mit der Granny heute mal. Es ist auch mit der Granny zu schaffen. Ich habe es schon geschafft. Und das will ich euch heute mal zeigen, dass man auch gegen die Granny spielen kann und das Spiel auch gewinnt. Ja, fangen wir an. Der erste Tag beginnt. Oh, wir uns jetzt gleich mal hier in die Schale werfen. Ich zeige euch jetzt einen ganz speziellen Trick. Weil ich hole jetzt die Granny runter, jag die jetzt in diese Kammer da rein. Die nicht einmal ganz nimmt. Ey, fuck. Okay, sie hat eine Falle gelegt. Jetzt kommt sie wieder. Und jetzt gehen wir ihr auf jeden Fall hinterher. Na dann. Stirb! Habt ihr das jetzt gesehen? Jetzt habe ich die Granny gekillt. Mit diesem schönen Schrank hier. Den Security-Schlüssel nehmen wir jetzt mal. Ich hoffe jetzt, diese Falle liegt jetzt nicht noch weiter rum. Doch, sie liegt noch rum. Müssen wir halt einen riesengroßen Bogen drumherum machen. Okay, jetzt habe ich hier schon mal den Security-Schlüssel. Die Granny ist jetzt für 2 Minuten tot. Das ist für mich schon mal eine Erleichterung. Elektroschock haben wir auch. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil den können wir gebrauchen. So, jetzt machen wir hier diese Kammer auf. Genau. Ja, Leute, es ist halt alles nicht so leicht, ne? Wie man sich es halt immer vorstellt. Jetzt können wir es auch Plingerling machen, weil die ist eh nicht da. Da haben wir jetzt so eine Zange, die nehme ich jetzt. Und zeige euch jetzt mal schnell den neuen Raum, was dazugekommen ist in dem Spiel. Da ist nämlich ein nagelneuer Raum dazugekommen. Und den zeige ich euch jetzt halt einfach mal. Und gehen wir jetzt hin mit dieser Zange. So, hier war ja das Badezimmer, das kennt ihr ja noch, ne? Und hier war noch nie eine Tür und die machen wir jetzt auf. Ja, das ist jetzt die Erweiterung. Und wir gehen jetzt hier erstmal in den Keller runter. Dass wir da unten erst einmal am Rohr drehen, würde ich sagen. Wir drehen hier erst einmal das Rohr in die Zukunft und
schauen. Na, habt ihr jetzt das Wasser klimpern gehört? Zange unten abgelegt, die können wir da liegen lassen, weil die brauchen wir jetzt nämlich eh nicht mehr. So. Und da seht ihr ja, ne? Und jetzt muss ich ihn auf den Elektroschocker holen. Nee, ne? Das gibt's nicht. Also Leute, jetzt habt ihr das gerade gesehen, die Granny hat mich erwischt. Fix und Foxy hier. Du. Naja, jetzt. Jetzt werden wir halt mal weiterspielen. Jetzt hat sie mich erwischt. Scheiße. Haben wir zu lange gebraucht. Machen wir halt dieses Monstrum halt wieder auf. Jetzt habe ich halt nur das Problem. Wo ist denn die alte Hex? Leute, wenn ihr die irgendwo seht, gebt mir Bescheid. Habt ihr gerade gesehen, ich versuche sie wieder zu holen, um sie zu töten. Ah, da kommt sie. Die krall ich mir jetzt. Stirb! Jawohl. Jetzt ist er tot. Und jetzt kann man aufgehen und den weiter suchen. Da ist schon mal nix. Und da reingucken. Leute, wir müssen ja alles durchsuchen, ne? Aber ich muss dran denken, ich habe nicht lange Zeit, die kommt immer von oben. Also, das können wir vergessen. Das machen wir gleich mal offen. Genau, schnell ins Bad. Darauf machen, drauf machen. Das Wasser ist noch draußen, das passt. Schnell da rein. Ich habe nämlich nur 2 Minuten Zeit. Da ist was fürs Boot, das hole ich später. Jetzt hole ich erstmal den Elektroschocker. Also jetzt machen wir das Ding auch noch auf. Ja, gut, Leute. Und dann würde ich jetzt sagen, ich warte jetzt einfach hier, bis er kommt und dann schieße ich sie ab. Und genau, in der Zwischenzeit gehe ich mal schnell pinkeln. Bis gleich. So, ich halte euch mal auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis jetzt ist sie noch nicht da. Okay, Leute, da ist sie. Und tot. In 2 Minuten. Leute, das haben wir super gemacht. Die tut jetzt schon mal nichts mehr. So, gut. Also, jetzt werden wir hier mal gucken, dass wir ohne Grain noch ein bisschen weitermachen können. Da oben reingucken. Ah, da ist die Haltestange. Weil... ja, das gefällt mir schon so einigermaßen. Das machen wir auch auf. Auch aufmachen.
Werdet ihr da gleich sehen, jetzt wird es gleich leuchten. So ist es dann, also wenn die Kamera dich erwischt. So, jetzt sollen wir hier oben stehen bleiben und wieder warten, bis die Granny kommt. Bis gleich. Leute, da ist die Granny wieder. Puff. Und wieder tot. Hat's Pech gehabt, die alte Sau. Die soll von meinem Ding da weichen. Miese Drecksau, die miese da. Oh, solange die jetzt tot ist, habe ich Zeit, jetzt noch mal die Schächte aufzumachen. Also merkt euch, die wird immer von oben starten. Ah, da ist der Tank drin. Jetzt müssen wir noch schnell in den Keller wandern. Mit der Gefahr, dass uns die Zeit fehlt. 2 Minuten ist er tot. Und gegebenenfalls muss ich sie unten vernichten. Genau. So, schnell mit der Zange rauf und den Strom abzwicken. Ich habe nur 2 Minuten Zeit. Und dann kommen die wieder. Die doofe Granny. Zwicken, schmeißen. Und nehmen. So, und dann stellen wir uns hier wieder hin. Und dann warten wir, bis die Granny wieder da ist. So Leute, könnt ihr sie wieder sehen? Da ist sie wieder. Und tschüss. Ha. Und schon ist sie wieder tot. Gefällt mir. Bis jetzt läuft. Bis jetzt läuft's ganz gut. Jetzt werde ich aber mal sicherheitshalber mein Schussgewehr hier hinlegen. Das würde mich jetzt nicht benötigt. Da haben wir nichts drin. Lass mal die Dinger hier noch beiseite schmeißen irgendwie. Genau. Lass mal gehen und gucken, was hier drin noch ist. Ach, die Türhandel. Ja, also die Granny zu bekämpfen ist schon nicht leicht, ne? So, jetzt gehen wir mal vor nach vorne gucken, ob sie wieder da ist. Weil die kommt nämlich immer da an dem Eck hier immer raus. Jetzt sind nämlich fast 2 Minuten vergangen, jetzt wird sie nämlich gleich wieder auftauchen. Da hinten im Eck. Und dann stoßen wir sie wieder ins Feuer. Klar. Wenn die Granny meint, die muss mit mir Rapazza spielen, dann spiele ich mit der Bonza zum Bilatus. Leben hier auf der Casey. USA. Ja, das heißt wieder warten, bis die Granny kommt. Dann werde ich sie gleich töten. Jetzt kam sie woanders raus, Leute. Man hört sie. Butsch. Tot. Hey. Hey.
Let's Dance. So, und von jetzt an, bis ihr wiederkommt. 2 Minuten. Ey, das regt mich jetzt auf, ne? Das hält schon wieder so auf, ne? Also der Hersteller sollte sich mal auch überlegen, was er sich hier mal wieder anschmiedet. So, ich brauche jetzt sofort dieses Teil hier. Das Hähnchen bringen wir jetzt runter. Machen wir erstmal das Klavier auf, dann kann die Granny Klavier spielen. Hopp, verschwinde! So, noch ist ruhig, Leute. Also schon eine schwierige Kiste, gegen die Granny anzutreten, aber wir werden das schaffen. Also ich höre sie. Mal gucken, von wo sie herkommt. Ey, nee, laber jetzt nicht. Ey, wo ist das? Ey, wo ist das Ding hingeflogen? Müssen wir es halt hier schmeißen und sie töten. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, die will mich auf jeden Fall verarschen, Leute. Die will mich hier auf jeden Fall verarschen. Ich bin ja nicht doof. Thank you.
Hoffentlich kommt er jetzt. Ja. Na endlich. Stirb. Boah, das haben wir jetzt geschafft. Dies sind wir schon mal los, da. Aber jetzt bleibt mir keine andere Wahl mehr. Das Viech aufgabeln. Jetzt soll ich hier rumsuchen. Nach diesem Viech. Jetzt habe ich meinen Elektroschocker verloren. Ach, da liegt was. Nein, das ist nur die Zange. Ah, den Elektroschocker kann ich jetzt vergessen. Das regt mir tierisch auf. Aber naja, gut. Jetzt gehen wir halt mal nach oben. Das komische Rad. Obwohl. Wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Hey, ich will da raus. Ja, jetzt heißt das, wieder auf die Granny warten. Also ich kann sie hören. Auf jeden Fall wird es gerade immer lauter. Oh. Wo ist die Bitch? Sie kommt. Jetzt gehen wir ihr hinterher. Stirb! Jetzt ist sie tot. Wenigstens etwas, du. Ich
Wenigstens hier Kleinigkeiten. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir dieses Ding da endlich herkriegen. Die Handel. Tor-Handel heißt es, ne? Also wisst ihr, was das heißt, Tor, ne? Türhandel. So. Wo war jetzt die Eisenstange? War da unten. Jetzt müssen wir durchsuchen. Das wird keine leichte Aufgabe, Leute. Ding da holen. Ah, Pistole. Also Leute, das ist nicht einfach, hier die Granny zu bemorden. Ja, komm nur, komm nur, komm nur. Thank you.
Das Bootfahrrad. Hey, hau ab, Granny. Zisch ab, du alte Sau. Jetzt brauche ich nur noch den Case-Schlüssel, aber wo finde ich den? Und verdrängen wir das Rad mal runter zum Boot. Jetzt wieder hoch. Solange die Granny noch außer Gefecht ist, passt es schon. Müssen wir halt nur noch zurück in den Schacht. Diese Pistole holen. Und dann müssen wir auf. Ganz dringend auf. Immer schwerer. Bootschlüssel! Das ist gut. Das. Wo habe ich dieses Ding geschmissen? Die Heide Ramba! Balamba! Tja, Leute, jetzt müssen wir es wieder auf die übelste Art machen mit der Granny. Wir können die Granny jetzt besiegen, Leute. Aber ich muss die halt vernichten. Jetzt habe ich die Lizenz zum Töten. Ich konnte sie hören, wie sie kommt. Jetzt ist man hinterher. Jetzt in diesem Augenblick. Lebe wohl. Sau. Okay, rauf, 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 rauf.
Wo habe ich das Ding geschmissen? Da oben. Das war hier oben. Da haben wir das Ding geschmissen. Da rein. Schnell in den Keller betanken. Am besten unten hinwerfen. Ja, ist am besten. Ich muss nämlich dann noch das andere Ding suchen. Betanken wir es halt schnell. Gut. Das heißt, es wieder warten, dass wir es ja wieder töten können. Und ich bin am Überlegen, wo habe ich das Ding gesehen? Ich glaube, im Bad war das. Ich glaube, im Bad. Die ist tot. War hier drin? Auch? Nein, runter ins Bad und zwar schnell. Runter. Schnell da rein. Yeah, da ist das Bootteil. Yeah. Freunde, jetzt haben wir gegen die Granny gekämpft. Jetzt geht's den Kerl entgegen. Ich freue mich schon drauf. Jetzt haben wir noch den Bootsschlüssel. Nein, ich komme da nicht raus. Das ist noch zu. Oder macht das auch der Bot-Key? Padlock-Key. Braucht den Padlock. Ah, jetzt komme ich nicht raus. Jetzt fehlt mir noch der... Der Padlock fehlt mir. Aber auch der Safe-Schlüssel fehlt. Kann es nur noch oben sein in der Küche. Also Leute, jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt soll sie kommen, die Blade Granny. Und dann werden wir mal Lebenswerk zerstören. Am besten stellen wir uns da. Am besten hierher. Man weiß ja nie, von wo sie herkommt. Umso schneller tot, umso schneller können wir fliehen.
Also Leute, das müsst ihr euch hier mal auf jeden Fall angucken, das Spiel. Sehr interessant. Wie bekämpfe ich die Granny? Ich höre sie. Jetzt bist du dran. Jawohl, die ist Meter weit geflogen. Jetzt müssen wir hier die ganzen Schränke schnell absuchen. Ich brauche den Padlock. Okay. Wo soll der Padlock sein? Padlock, okay. Den müssen wir ja irgendwo haben. Padlock. Den Padlock. War schon mal nix. Die obersten Schubladen war nämlich auch nichts zu finden. Im Klavier ist aber auch nichts. Ja, da soll jetzt einer was verstehen, ne? Ich kapier's echt nicht. Oh nein, jetzt hat bloß der scheiß Vieh hier schon wieder da. Ach, leck mich am Arsch, du. Glauben wir's, ey. Bist du mal da, nein? So Leute, jetzt kommt der größte Hammer. Ich muss jetzt im obersten Stockwerk absuchen, mir bleibt da keine andere Wahl. Ah, fuck. Da haben wir noch so einen Türverriegler. Ja, aber der soll was bringen. Türverriegler. Die Granny einsperren jetzt oder was? Na Leute. Jetzt müssen wir halt da durchgucken. Wir müssen alles durchschauen. Die Zange, ja oben. Wir waren doch noch nicht oben.
Oh nein. Jetzt hab bloß das Ding ist auch zu. Dann drehe ich durch. Wenn ich das alles neu öffnen darf. Ach, das Ding ist offen. Da kommen die nie rein, die Granny. Ey, jetzt will ich hoffen, dass da drin der Padlock Key ist. Safe. Wir haben den Safe-Schlüssel, dann ist im Safe der Padlock-Key im Safe eingesperrt. Oh, leck, jetzt heißt es nichts wie weg hier. Ja! Endlich! Wo ist der Safe Key? Da ist er. Auf zum Safe, Leute! Ein harter Kampf geht jetzt zu Ende. Yeah! Padlock! Meine Damen und Herren, jetzt können wir beide Giganten wählen. Haustür raus. Mhm. Boot käme es mir noch holen dann. Aber das wäre ja das kleinste Übel, sie zu kriegen. So. Wo war der Botkey? Hey, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Botkey war. Nein. War der oben? Der Botkey. Das Bootding war oben. Da drin war der Bootschlüssel. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier, bis die Granny kommt und dann raus hier. Leute, wir schaffen das.
Auch wenn jetzt der Speicher davon hoppsasser geht. Ja Leute, jetzt habt ihr es gesehen, wir haben es geschafft, wir haben auch die Granny endlich besiegt. Das heißt, wir haben das Spiel einmal komplett durch, es hat Spaß gemacht. Wir sind der Uso der Welt. Caruso, Servus Leute.